Unzeiten von Jahren, als die Erde noch jung war. In einer Zeit, als es noch keine CDs gab. Halt mal. Stopp. Was? Na, machst du es dir nicht ein bisschen zu einfach? Was willst du? Das ist dein super Intro. Möglich, nur gibt's da ein kleines Problem. Wieso? Was für ein Problem? Wir haben's schon mal benutzt? Ja, und? Wir können doch nicht einfach Intro-Texte recyceln. Man kann sich auch anstellen, meinst du nicht? Nix da, auf so billige Tricks greifen wir nicht zurück. Bitte, dann mach's halt besser. Fein, also, Hans Klarin kennt man... Klugscheißer. Hans Klarin kennt man hauptsächlich als Stimme eines kleinen rothaarigen Kobolds, bekannt als... Der Kobold! Und außerdem ist er auch Schauspieler und generell Synchron- und Hörspielsprecher. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema. Wer sich an das Ferrari-Review erinnert... Vor Unzeiten von Jahren... Schnauze! Ist ja gut. Wer sich an das Ferrari-Review erinnert, mag sich vielleicht auch daran erinnern, dass ich noch von zwei weiteren Hörspielen gesprochen habe. Und hier ist das zweite. Raumschiff UX3 antwortet nicht. Was? War da nicht was mit Effekten und Kulisse und so? Nö. Fand ich schon nicht so gut, als wir das erste Mal drüber gesprochen hatten. Ich schon, also bitte. Na gut. Hau rein. Also, das zweite. Raumschiff UX3 antwortet. Wie man sich vorstellen kann, bleibt Hans Klarin hier nicht seiner Paraderolle treu, sondern spricht eine Figur, die vielleicht etwas ungewohnt sein könnte, wenn man Pumuckl im Hinterkopf hat. Ich heiße Tex Terry und bin Commander des schweren Raumkreuzers UM9. Seine Crew ist ein politisch korrektes Sammelsurium an internationalen Klischeecharakteren. Cora, unsere Kosmonautin, Senik, Astrophysiker und Energator, Tuan Yi, der Funker und Björn, mein bester Freund und Co-Pilot. Nun ja, beinahe politisch korrekt. Auch Cora war okay. Sie ist als Frau für uns keine Belastung und überhaupt ganz in Ordnung. Der Raumkreuzer UM9 bekommt den Auftrag... Was denn? Der Kahn heißt UM9. Nur einmal. Aber er sagt doch ganz deutlich... UM9. Möglich. Aber im ganzen Hörspiel ist das nur zweimal der Fall. Ansonsten immer nur UM9. Einmal. Na schön. Der Raumkreuzer UM9, nur einmal, bekommt von der Erdenregierung den Auftrag, das vermisste und titelgebende Schiff UX3 ausfindig zu machen. Zu diesem Zwecke bricht der Raumkreuzer in das Sternensystem der Ulea auf, wo die UX3 das letzte Mal registriert wurde. Kaum dort angekommen, geht es auch schon gefährlich los. Tuan Yi, der Kommunikationsspezialist, bricht zusammen. Hey, sieh mal, Tuan Yi ist an seinem Funkgerät zusammengebrochen. Er atmet noch. Was ist das? Aufwachen, Tuan Yi! Nachdem auch der Nächste an der Kommunikation ohnmächtig wird, zieht Tex messerscharf die richtigen Schlüsse. Man benutzt unsere Funkwellen, um hypnotelepathische Ströme zu uns heraufzuschicken. Den Mann am Funkgerät trifft's natürlich zuerst. Schließlich kommt es zur direkten Konfrontation und man tritt in martialische Konkurrenz mit uleianischen Schiffen. Was ist denn jetzt schon wieder? Martialische Konkurrenz? Mein Gott, geh's googeln. Ich weiß, was es bedeutet, aber meinst du nicht, dass das ein wenig hochtrabend formuliert ist? Gut, von mir aus. Man kämpft mit uleianischen Schiffen und schießt eins handlungsunfähig. Besser? Hey, das ist dein Review. Ich bin nur die Stimme aus dem Off. Tex und Senik wechseln zum gegnerischen Schiff, untersuchen es und nehmen einen Überlebenden mit auf die UM9. Wieder zurück nimmt die Crew Kontakt mit dem Ulea auf. Wir müssen uns also jetzt auf dem Weg der Telepathie miteinander unterhalten. Du bist Ulea. Wir kommen von der Erde und sind Freunde. Willst du mich verstehen? Ich verstehe. Was willst du?
Auf der Suche nach der UX-3 kommt es immer wieder zu Scharmützeln mit feindlichen Schiffen, aber auch zu Diplomatieansätzen, bis das vermisste Schiff endlich gefunden wird. Doch was ist mit der Crew? Was steckt hinter den Absichten der Ulea? Kommen unsere Helden heil zurück zur Erde? Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt... Schnauze! Ich hatte eigentlich The Reviews sagen wollen, aber wenn du es umbenennen willst... Du willst mich nerven, oder? Ja. Inhaltlich ist das Hörspiel Trash pur, flach wie Straße und schwimmt eindeutig im Fahrwasser von Raumschiff Orion, Star Trek und die Antenne. Die Sprecher sind gut gewählt, die Geräuschkulisse erfüllt ihren Zweck, wenn sie auch gerade innerhalb der Schiffe etwas zu wenig vorhanden ist. Die Charaktere bieten, trotz ihrer offensichtlichen Flachheit, Identifikationsmöglichkeit. Sogar die Situationsbeschreibungen, die ich bei Jan Tenner schon unfreiwillig komisch fand, sind überraschend subtil und fügen sich gut in die Gespräche ein. Ein Problem ist der Erzähler. Tex erzählt die Geschichte, macht das aber überraschend gelangweilt und klingt dabei oft sehr stark ablesend. Schon seit 2 Wochen befinden wir uns auf einem Routinevermessungsflug und stellen Berechnungen an, inwieweit die Wellen quasi-stellarer Radioquellen, in der Terminologie der Astronauten kurz Quasars genannt, für die Lenkung von Robot-Lastgleitern nutzbar gemacht werden können. Das passt leider nicht so gut zu den Dialogen, die natürlich und motiviert klingen. Ein weiteres Problem ist leider auch die Musik, die zwar trashigen 70er-80er-Charme vermittelt, aber leider zum Teil ein wenig zu schrill und unharmonisch ist. Man könnte auch bemängeln, dass die Crew der UM-9 allen Anforderungen und Gefahren unrealistisch überlegen ist und so die Spannung ein wenig auf der Strecke bleibt. Und doch. Science-Fiction und Trash-Freunde sollten sich mal drauf einlassen. Es lohnt sich definitiv. Noch irgendwelche Anmerkungen? Ich werde mich hüten. Nachher wirst du wieder cholerisch. Siehst du? Oh, okay.